Den Lucretia-Markt gibt es seit 1983, also schon sehr lange. Und ich selbst bin seit 1985 dabei, also schon auch seit den Anfangszeiten. Damals noch als junge Kunsthandwerker. Das Kunstkaufhaus ist als Ersatz für den Lucretia-Markt entstanden, der dieses Jahr ja leider wieder ausfallen musste. Ja, das Kunstkaufhaus ist noch bis 30. Dezember geöffnet, täglich von 11, von 10 bis 19 Uhr. Ja, also hinter mir sehen Sie den Wunschbaum. Der steht normalerweise, stehen am Heidplatz und Kohlenmarkt drei dieser Bäume. Und es ist eine Spendenaktion für das Tatra-Projekt für Waisenkinder in Tibet. Die ganze Aktion machen wir jetzt schon seit 28 Jahren.